Hier zurück zu einer Random-Runde mit diesen Menschen da. Hatten wir die Konstellation schon mal? Nein. Ich war noch kein einziges Mal bei einer Aufnahme dabei. Oh, vollkommen. Niklas hat sein erstes Mal heute. Ja. Uiuiuiui. Premiere. Dann stell dich gut an. Na, nee, lass mal. Also, ich stell mal Leute vor. Das eine da, dieses Niklas da, das ist ein Twitch-Mod und TS-Mod. Dieses Ding da drunter, also, nee, mein. Dieses Stop. Ding da drunter. Ich hab gerade auf die Tür. Oh mein Gott, Also, da oben haben wir einen Republikaner Iron, dann haben wir das Niklas, dann haben wir mich und dann haben wir den Keks. Und jetzt bin ich gerade wieder ein bisschen verpeilt. Geil. Wie so immer. Wie immer, genau. Ja, ich soll taggen. Lass mich verpeilt sein. Weiß nicht, ob wir es gestatten können. Hallo, ich hatte schon lange keine Multiplayer-Runde mehr. Antrag abgelehnt. Hä? Ich stelle hier keinen Antrag. Ich setze das einfach durch. Was willst du? Typisch Diktator. Aber was erwarten wir vom Separatisten? Ja. Kann das hier nicht so sagen, das war. Monarchie direkt, ey. Was für ein Abgehobener. Ja. Sich selbst krönt wie so Napoleon. Ja, das war's nur du. Hab ich noch nicht versucht. Versucht habe ich das nicht, ich kann es ausprobieren. Hat nicht geklappt. Denkt sich Iron. Hallo, ich habe die Krone in der Gosse gefunden. Es war das Volk, das mir aufs Haupt gesetzt hat. Beim Schwert habe ich die Krone aufgehoben. Oh Mann, das ist ja. Upgrade complete. Ready for Lalalalalala. Oh, da gibt es ein ganzes Geld für Jäger aus. Ich kann ja nochmal kurz erzählen, was der Plan war am Anfang. Wir wollten 2v2 machen, ne? Ja, genau. Wir wollten eigentlich 2v2 spielen. Aber Flinch meinte, er hätte keine Lust mehr. Genau. Der kam nicht und deshalb ging das nicht. Und deshalb haben wir nur ein 2-2, nicht ein 2v2. Weil 2. So viele Zweien heute hier. So viele Zweien. Ja? Komm mal da. Dann Zeug. Okay. Machst du den? Machst du den da hinten? Okay. Dieses, also das da, ne? Ja. Gut. Du weißt welches, ne? Ja. Oder? Das oben. Hallo, ich spiele mit Niklas. Ja. Ich sag grad, was will denn Oreo von mir die ganze Zeit? Ich hab's auch am Anfang nicht gerafft. Ich denke mir so, auf einmal sagt er, ja, gut, du musst hacken. Irgendwas. Ach, wir sind in einem Team! Alles klar. Ich sag dann, ja. Oreo, guck mal auf das da, ich ping. Oh Mann, ey. Och, jetzt fängt der da an. Natürlich, man muss doch wissen, was sein muss. Na dann, vorwärts. Ey, du Schnecke, beeil dich mal! Okay, gut, ich hab nichts. Der Maßgefühl hat gewonnen. Wir werden hier. Oh, Skelet ist overrun! Kann das sein, dass wir jetzt versuchen, hier gerade rumzutauschen? Ja. Ach nee, Kekse kommen wieder. Kekse wollen sich nicht so leicht zerbröseln lassen. Ja, aber so zerbröselt der Keks doch nochmal. Nur weil, ist das immer noch dein TS-Spruch? Ich glaube schon. Du hast ihn mir mal gegeben, also. Ja, ich hab ihn mal gegeben. Zuschauer, findet ihr den auch alle so lustig wie ich oder bin ich da alleine? Ja, ziemlich alleine. Ich würde auch gerne meine Meinung sagen, aber ich bin kein Zuschauer. Ja. Feuer auf die Mine! Feuer auf die Mine! Destroyed! Die dürfen keine republikanischen Kredits haben. Republikanische Kredits? Die sind ja drauf nichts wert. Eure Flotte ist nichts wert, weil die gammelig ist. Wir haben gewonnen. Ja, ihr habt keine Flotte mehr. Ja. Ja. Ja, warum auch nicht? Defektiv ist? Langweilig, Match ist gleich vorbei. Oh nein, bauen wir den Teil. Das da auf. Ja, ich weiß. Ja, im Übrigen, das ist Submod. Auch wenn es so aussieht wie RAW, es ist Submod. Das ist Fake RAW. Noch im späteren Spiel bemerkbar machen. Das ist RAW Submod. Das ist Fake RAW. Das ist Fake RAW, ja. So ungefähr. Das ist bei mir alles grün. Grün sind alle meine Sachen. Dein Ernst? War das nicht ein Kinderlied? Nein, das meinte ich nicht.
Achso. Mit euch rede ich nicht mehr. Wie mein Ernst. Okay. Ja, so. Das da, was ich gepinkt habe. Finde ich voll witzig. Au, Penner. Wer war? Ach, das war Ivan. Huhu, ich bin die rote Gefahr. Oh. Ja, die rote Bedrohung würde ich ja nennen. Guck mal, da kommt die blaue Gefahr. Ja, ich weiß auch, warum er blau ist. Hat einer von euch das Spiel auf Englisch? Ich hab's auf Englisch. Ja, natürlich. Ja, wie heißt der Kreuzer da? Was? Akklamator. Achso, Akklamator. Ja, nee, das ist... Akklamator Class 2, der hat den Namen Arken und da kommt gerade eine Techno Union Frigate. Das können wir nicht. Ja, nee, es geht darum, weil bei mir, nee, der steht noch mit 10. Missing. Ballert aber auch nicht rein. Ja, das tun Separatisten Early Schiffe immer gern. Ja, das ist irgendwie nicht so. Wie sein soll. Ordentlich reinwärmen, Niklas. Volle Breitseite. Ja, immer. Erstmal die Tech vernichten. Benutzen! Vorrücken, Niklas, vorrücken. Flieg an denen vorbei. Im Vorbeiflug beschießen, bitte. An einem Schiff, was Breitseitenfeuer macht. Ja, flieg dran vorbei, bitte, Niklas. Ach, nö, jetzt kommt da der. Oh, ich hoffe, du benutzt die ganz tollen Kreuzer, ne? Was sind die ganz tollen Kreuzer, deiner Meinung nach? Die für 4 Riesen. Ah. 9. Okay. Brauche ich also. Die sind saustark. Das wusste ich nicht. So, kommt Verstärkung. Na toll! Kann ich blöd laufen. Ja. Reichweite. Verfolgt sie, schlachtet alle ab. Das finde ich irgendwie gerade kacke. Ja, müssen ja hier auch mal sehen, wie wir zu Schnitte kommen hier. Und sowas. Nicht. Stoppen, dass ihr überlebt. Halt ziemlich langsam im Bauen, wasch. Ah, gut. Jetzt ist der Antrieb von euch kaputt. Wir werden es nicht abhauen. Ja. Glaubst nur du. Aber ich weiß es besser. Better together. Oh, ich komm noch da. Was ist das denn für ein ekliger Stab? Das ist stark. Konzentriere das Feuer da drauf, super. Genau. Erstmal weg mit den Hangars, bevor da noch mehr Dreck rauskommt. Besser gesagt, es ist eigentlich ein sehr gutes Early-Schiff oder mit. Also, soweit Venatoren da ist, wird's problematisch. Okay, keine Ahnung, wer den gespawnt hat, aber der zieht sich gerade irgendwie zurück. Jetzt doch nicht mehr. Nee, jetzt auch nicht mehr. Spontan wieder keine Lust auf mich auf dich zurückziehen. Das passiert mal. Ach, ganz viel Dinge. Spontan Dinge. Keine Lust auf nicht zurückziehen, was? Ja, spontan eine Lust auf kämpfen. So, Niklas, du hast jetzt freie Wahl. Und du guckst nur zu? Ich guck nur zu. Ah, bin ich gut. Das ist doch gut an. Damit ihr auch mal gewinnen könnt. Shields ab! Wenn ich verliere, schiebe ich es einfach auf meinen Mitspieler. Ich hätte einen anderen nehmen sollen. Hast du ihn nicht mal ausgewählt? Darum geht's nicht. Mitspieler. Ja, du hast mich nicht aus... Achso, ein Mitspieler. Darum geht's nicht! Ja, weil du so schlecht bist, du musst akzeptieren. Klopp. Ja. Ey, ich bin ein bisschen eingerostet, ich spiel nicht so gut. Bin mehr als enttäuscht von dir. Muss man Prioritäten setzen, aber ja. Ich hab RAW geliebt. Das war meine Mod. Fällt mir gar nicht, mein Jolaron hat schon nicht kassiert. Ich hab ja meine Prioritäten platziert, deswegen spiele ich das ja nicht so. Boah, warum kriegt's der blöde Mist mit diesem kleinen Jäger nicht kaputt? Das ist ja traurig. Ich hätte sogar noch einen Arzt dabei. So eine Grenzen, hi! Ach nee. So, jetzt ist die Kacke am Dampfen, jetzt kommen hier Schlachtkreuzer. Jetzt haben wir das Spiel verloren. Mensch, das hat ja lange gedauert, den zu spawnen bei euch. Ja, ich hab noch was anderes gebaut. Okay, move it. Die Ausrede, hab ich dumm gekümmert. Move it. Si, senor. Ja. Seid ihr schon Tech 5? Nein. Ja, nein. Das sieht nur so aus. Das ist alles fucking news. Fucking news, alles. Ja. Das ist nicht fucking. Fucking News von ganz weit oben. Ja. Alles klar, läuft bei euch.
Oh. What the fuck? Geht gleich. Vive l'Empereur! Alter, lass unsere Schilde in Ruhe! Ich darf Schilde machen, wie ich will! Nein, das sind nicht! Wo sich eigentlich Schilde wecken? Oh, da unten ist ja noch ein Trench! Oh, also, wir haben schon Stern zerstört, das gefällt mir! Mal gucken, wie lang! Nicht ja, sehr lang! Glaube ich auch nicht, ja. Man kann ja mal seine Hoffnung in die Zukunft setzen! Wobei der Trench nicht so stark ist wie normaler Providence, oder? Der ist stärker. Ja. Ja. Der hat doch allein die Ortungstabelle. Ja, ja, damit zerreißt er alles. Die Ortungstabelle sind schon krass, also. Im Übrigen. Ihr wollt es auch Providence haben, ne? Nein. Doch? Da kann ich mich nicht dran erinnern, sorry. Ah, doch, hier, ich erinnere mich ganz genau dran. Hi. So, wenn ihr das, wenn ihr Providence haben wollt. Geh weg. Hätte ich in Providence gewollt, hätte ich dir Bescheid gesagt. Ey, yo, lass mal in Ruhe wachsen. Ah, jetzt spawnen die alle hier an der Droid-Bomber. Ah, verpisst euch mit den Arcs. Die sind immer noch, selbst auch in der Submod, sind sie viel zu... Ich hasse die Dinge. Also echt, du solltest dir erstmal nichts hassen sollen. Es soll immer gleich mit Hass ankommen. Hast du denn, wie soll ich es denn besser formulieren? Liebe deinen Feind. Okay, liebe dein Feind, das ist auch für mich ein bisschen viel, ja. Liebe dein Feind, jo. Na toll, mein Telefon. Ich hasse das. Liebst du dein Telefon? Ja, ich hasse mein Telefon. Schieß doch! Jetzt geht's ja schon wieder los. Immer nur dein Hass. Danke. Aber dein Hass macht dich stark. Nein, meine Schilde! Jetzt bin ich sauer. Ja, ja, ist klar. So, jetzt habt ihr mich soweit, jetzt bin ich sauer. Jetzt habt ihr mich endgültig soweit, jetzt ist hier Polen offen. Na, die Sterne sind da. Ja, dann halt Holland. Wir haben mal für eine Runde ohne Arcs. Kann mir einer erklären, warum ihr Jägerüberlegenheit habt da unten? Wie krasse. Weil deine Dinger irgendwie nicht spawnen tun? Ja, sorry. Großes Turbolaser brauche ich nicht. Aber ansonsten geht's mir gut. Beziehungsweise ich, also. Beziehungsweise ich. Weißt du, das ist so ein Ego einfach nur. Immer ich, ne? Ja, und du immer hasse, also echt. Das macht dich starr! Das freut dich jetzt, oder? Also, nee, das Ding, was hinten jetzt gesprochen ist, gefällt mir aber gar nicht. Ja, das gefällt mir auch überhaupt nicht. Da fliegen wir jetzt erstmal hin, habe ich gehört. Nein, tut er nicht. So, mal jetzt immer Binde ohne Grenzen. Was? Schilde ohne Grenzen? Nein. Schilde ohne Grenzen. Schilde ohne Grenzen. Und die Verstärkungseinheiten, vielleicht ein bisschen scheiße gespawnt war. Och nee, lass den Scheiß. Hallo bitte, wir sind gerade aus dem Hyperraum gekommen, bitte ein bisschen freundlicher. Das sind ja. Und alles. Nein, sind sie nicht. Die Lookalikes sind heftig. Ja, auch Och Mann, lass den Mist! Ich will spielen und nicht rumnerven müssen. Hä, du nervst doch uns. Nein, ihr nervt uns. Deine andauernde Existenz ist nervig. Hast du dich auch. Hab ich schon mal gesagt, wie sehr ich Arcs hasse? Paar Mal. Ich glaube, ich betone das zum Teil nicht. Einfach nicht genug. Ja, aber es ist zu uns ziemlich egal, was du jetzt so sagen tust. Besser. Eigentlich ist uns immer egal, was du sagst. Du bist der Feind, nicht verhandelt. Feind wird nicht verhandelt. Niemals. Außer die Kapitulation. Boah, eure kleinen Zahnstocher, die nerven aber echt ziemlich. Fire! Kleiner Zahnstocher ist ein schöner Begriff. Gefällt mir. Ja, finde ich auch. Das hat sowas, was Abwertendes, aber dennoch tägliches. Ja, das ist, ich finde das total gut. Warte mal! Würdest du mal wohl das Lookalike in Ruhe lassen? Das hat seine Existenzberechtigung. Genau, deswegen sind wir doch hingekommen. Warum sollten wir mal die Republik in Ruhe lassen? Ja, nee, ihr habt ja uns angegriffen. Wieso? Ja, ihr wolltet euch doch abspalten. Das ist unser freies Recht, hier sowas zu tun. Ist so, das ist unser Land. Referendum! Sucht euch eine eigene Galaxie.
Verpisst euch. So sieht's nämlich aus. Hallo, ganz einfach, Referendum. Das Volk hat entschieden und ihr seid einfach gegen das Volk. Hallo, wir sind eine Republik, das Volk hat nichts zu sagen. Ja, du hast das System von Republik noch nicht verstanden. Nee, hab ich auch noch nicht. Was hat eigentlich der Slugelhack? Ah, keine Hangars mehr. Perfekt. Ach, das hat das jetzt einiges. Wie schon nur noch mal erwähnt, dass ich dich nicht mehr mag. Ja gut, das war's. Das macht nichts. Morgen redet er wieder mit dir. Das muss dir irgendwann kommen. Alter! Boah, dafür mag Iron mich ja noch. Ja. Ich war Iron. Ja, natürlich. Wollen wir heiraten. Geht alle weg. Wie, bisschen zu spät. Geh doch mal weg mit deinen Drecksbombern da. Die stinken. Stinkt. Wie gesagt, das ist der Duft der Freiheit. Kennst du halt nicht. Ja, das ist der Duft von Minivenatoren. Zack. Alter! Bau doch Minivenatoren. Mach ich auch. Zack, erstmal gelasert. Gelasert. Bitte meine Augen lasern, das würde mir sehr viel helfen. Okay. Musst du dieses Elend nicht mehr sehen. Oh, ein ja, neuer Providence. Wo sind die Schilde? Ja. Zack, direkt zerstört. Oreo, ich glaube, wir beide müssen da nochmal irgendwo in die Nachhilfe gehen. Nein, wie gesagt, ich habe seit locker 3 Monaten keinen Dings mehr gespielt. Ja, ich auch nicht. Guck mal, ich habe noch 3 Staffeln Axt gefunden, die nicht benutzt werden. 4 Staffeln Axt. Rudern. Hörst du dich auch besser an? Ich habe irgendwie all meine Einheiten, glaube ich, hier im Kampfgebiet oder so. Tschüss! Ein Sternzerstörer meint, er müsste da hinten Boogie Boogie tanzen. Ja. Muss ja mal. Der feiert den Sieg. Nein! Böse! Vielleicht haben wir was verschossen. What should we do to Duncan Sailor? What should we do to Duncan Sailor? Mein Telefon gibt halt mir wieder keine Ruhe. Und ich, du hast mir erzählt, die nächsten Wochen jetzt zur Ruhe. Ja, ab morgen. Oh. Ja. Moment, ich muss da mal. Ich. Das geht mir ja gerade auf. Boah, komm wieder. Einfach wegdrücken. Ja. Aber ich will die Battlecam! Nein, gibt's nicht. Kostet extra. Ja, nur für 9+ Abonnenten. Jetzt schon. Hat Hobby los. Jetzt in 9M Plus, aber abschließend in 9M Kurz zu eurem Geburtstag. Oh Gott, dann würde ich es nicht abschließen. Der muss sich nicht weißes Clown verkleiden. Der ist so schon lustig. So schon unlustig, Mann. Nee, lustig. Wer wieder verliert und nur 4 Welten hat. Die Zuschauer haben die Battlecam genossen. Ja, ich hab unsere Gespräche noch mehr. Ja, unser Gespräch war Bombe. Kannst du dir ja dein Video angucken? Ja. Ja, kommt sie doch nicht deine Menge Videos an. Nö, warum sollte ich? Dann halt die von anderen. Ist doch egal. Kann ich mir eins von euren Videos angucken? Ja, natürlich. Dann ich guck mir einfach das von irgendwelchen gescheiten YouTubern an. Ist so, wie zum Beispiel Bibi. Ja, zum Beispiel. Die spielt auch RAW. Was? Ja, die spielt aber anders RAW. Was? Ja? Keine Ahnung, ich laber gerade Kacke, mir ist langweilig. Was ist mit Paul los? Die Separatisten wehren sich. Ja, die sind extrem heftig. Nee, ich meine, der ist komplett rot, einfach alles irgendwie. Oh, die das sind wir ein Spartlaser. Ah, oh. Ja, aber ziemlich gleich. Wie gut! Nein! Ja, komm, Stein. Oh. Oh, cool, ich hab ja noch einen. Produktion wäre wohl effektiv. Ah. Was sind meine... Habt ihr Tri-Droids extra gespawnt? Nein. Kommt ein ganzes Rudel. Das ist ja... Der von da hinten. Rudel. Ach, Alter, mein Armatrench ist neu. Gerade ja, frisch. Frisch aus der Werft. Ja, schön. Da ich der Trench oder sein Schiff? Beide. Sowohl als auch.
Ja, aber hier dann. Aber Kreuzer ist jetzt auch nicht mehr von der Wert. Das hier ist jetzt echt nicht mehr die feine separatistische Art, muss ich schon sagen. Also, schon frech. Ja, okay, die feine separatistische Art wäre, was wären das? Eigentlich Bomben in euer Hauptquartier zu schicken. Ach, Alter, der arme Kreuzer hier. Das wird immer die Leute, die einfach in dein Zimmer reinplatzen. Ja, brauchst ein Bömmchen. Was macht das für schlechte Schiffen dafür bist? Ein Bömmchen. Bömmchen. Ein Bömmchen. Bombe. Was da Bombe. Oh. Nein, da. Danke. Wieso tust du uns das an? Weil wir es können. Sehe ich anders. Lustig finde, dass ihr gerade weiter zurückgedrängt wird, werdet. Ja, noch nicht irgendwie so richtig. Also die Front verschiebt sich irgendwie gerade. Front verschiebt sich. Ja, ihr spawnt immer weiter Richtung unten. Das heißt, wir müssen jetzt einfach nur noch. Warte mal, ich hab eine Idee. Wenn Iron Ideen hat, das ist nie gut für einen. Instinktbombe hat wieder zugeschlagen. Alles klar. Zack. Geh weg. Weg. Geh weg. Aua. Der war teuer. Was macht ihr denn jetzt da oben an der Mine? Versuche die Mine zu zerstören und wenn die Mine nicht kaputt gehen will. Ja, geht dann nicht so, wenn ihr zu dumm dazu seid. Ich weiß, dass das eine scheiß Naturstation ist, aber muss ich also jetzt dumm finde ich schon ein bisschen hart, ja, also. Ja. Was? Ja, also wer sagt denn heutzutage noch zu dumm? Und, also wie viele Tri-Droids habt ihr einfach nur? Kommt von den Providence! Zieht sich aus dem Hintern raus. Ach, der Mist hat ja noch seinen Scheiße! Was? Vor den ganzen Druiden her kann ich gar nicht mehr mein Ziel anvisieren, ey. Viel zu viel los hier. Ja. Meine Schiffe machen ja irgendwie auch nur irgendwie Müll. Die drehen sich mal eben hier in 63 Grad. Oh, ey, da haben sich bei mir gerade zwei Bordens ineinander reingeschmissen. Das ist ein bescheuertes Schiff. Ja. Einzig positives Iron Schiff macht gleich Mist. Mhm. Also mein Luke Hulk hat irgendwie keinen Bock mehr. Kannst du eine Jäger bitte losschicken, Niklas? Die warten alle noch auf Angriffsbefehl. Ja, arbeite dran. Lass mich in Ruhe! Du kannst einfach nicht wirklich provisorisch irgendwie den ganzen Mist da wegmachen. Das kommt viel zu schnell raus. Kann man die Spawnrate nicht irgendwie runterschrauben? Das kann ich irgendwie manuell irgendwie so machen. Als hätten wir die Hangars in der Größe von, was weiß ich. Wo man sagen muss, dieser Materialschlag geht langsam aufs Portemonnaie. Ja. Finde ich nicht gut. Das ist bei euch auch so ein bisschen. Ich glaube, unser Portemonnaie ist ein bisschen größer. Guck mal, das ist ein Lookalike. Wo ist deine Axt? Nein! Boah, ich krieg's kotzen jedes Mal. Mit diesem Spruch. Nein. Gut. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Okay. Ja. Hass ist ein böses Wort. Dieser Hass. Der Hass ist real. Ja. Den Sternzerstörer einfach mal den Antrieb weggeschossen. Danke. Ich glaube, das sieht nicht gut für uns aus. An diese ganzen Jäger, die ihr da habt, das ist ja wirklich. Oh, also echt. Nur nimm du mit deinen ganzen Tries, das ist wirklich nicht schön. Hallo? Das schaffe ich mich mal. Schaffe ich es mal, diese ganzen. Nein, schaffe ich mich nicht, einfach vorbeigelaufen. Schaffe ich es mal effektiv zu verteidigen und dann heißt es hier nicht schön, nicht schön. Ja, das ist einfach der ganze Try, das ist wirklich schön. Schön ist relativ. Denn? Nein, schön ist absolut. Wie Wodka. Der ist auch absolut. Wo kommt der denn jetzt schon wieder her?
Weißt du, ich spawn irgendwie gescheit und die kommen einfach nur überall an. Ich hasse das. Hey, das ist so ein Venator, der Blockadebrecher macht und frontal in meinen Providence reinfliegt. Ja, ja, toll, ich hab hier ein blödes Luca halt. Nein, das ist meins. Du hast keine Schilde mehr. Das ist jetzt nur noch ein Kampf. Du meinst Hangars. Es war nur noch einer, den ich zerstören musste, von daher war es ein Hangar. Fliegender Kampfdrohne. Jo. Ich weiß irgendwie nicht, was meine Schiffe da machen. Ich hab hier unten irgendwie so ein Schiffsblob. Wie ganz witzig. Sollten uns echt nur um diesen Sternzerstörer, da kümmern. Sternzerstörer, was tolles. Ja. Also cool sieht's schon aus, das kann man, da kann man nichts sagen. Scheiß. Ich weiß nicht, ob ich langsam mal anfangen soll. Hat der jetzt gerade echt einen Venator von den musst du mich jetzt nicht fragen. Achso, nee, der ist da irgendwie eine komplette Kurve rumgeflogen. Sicherlich. Ja, also da kommen noch einige Schiffe da oben unten lang. Ich hab den gespawnt, der ist einfach mal komplett außen rum und das scheiß Asteroidenfeld drumherum geflogen. Der ist einfach so. Ich hab's auf Band, du Idiot. Das ist nicht kannst du genau angucken, ja? Nein, wenn du musst nicht als Fake News deklarieren. Der war so ein Stückchen vor eurem, vor dem Sternzerstörer von Ivan, wo du hier den Antrieb weggeschossen hast. Sicherlich. Ja, ist einfach so. Na, jetzt mach ich keinen Schieb hier keinen so. Das ist Tatsache. Der anscheinend nicht. No doch, name. Fake News! Gib mal Geld kurz. Was? Willst du besiegt haben? Wie macht man das nochmal? Jo, die sind vor der Basis gespawnt. Was ist jetzt darüber? Falsches Schiff, Y. Ja, viel Spaß. Basis spawnen ist halt einfach nur asozial. Ja, wieso denn? Ich hab ein Schiff da, sitzt du denn jetzt von mir? Wenn du mir nicht glaubst, dann kann ich ruhig damit weitermachen. Könnte man auch diskutieren, aber kämpfen? Ich will diesen Krieg auch noch gewinnen. Das ja, möchte ich auch, aber das sieht irgendwie scheiße aus. Das kann ja auch noch einer gewinnen. Nächstes Mal werdet ihr bestimmt gewinnen. Jetzt könnte ich schon wieder irgendwelche Nazi-Referenzen da ziehen. Och, Alter, ich hasse es. Du bist einfach zu sehr Nazi-fokussiert, glaube ich. Kann man halt so schöne Späße drüber machen. Ich bin ja schon rassistisch gegenüber den Nazis. Muss ich ja echt mal sagen. Muss ich mal in Schutz nehmen, ja? Das geht so gar nicht. Ja, ja, das ist scheiße. Ich bin meine Meinung über den Nazis, nicht wahr? Ist ja nur meine Meinung, gell? Aber ich finde, sowas ist schon frech. Armen Nazis, ey. Vor allem, das ist ja eine Minderheit. Und die eigentlich Minderheitenschutz. Ja, ja, genau. Wir müssen ja Minderheiten schützen. Irgend sozialer Minderheiten. Spende nur 1 Euro im Monat und rette auch einen Nazi. Hier ist er mit sozial Benachteiligten. Oh Mann, ey. Da gibt's so diese ganzen Afrika-Hilfsfilme da. Benutzt eure Raketen. Oh, Alter, dieser. Ganz ehrlich, mit eingeklappten Flügeln sollten die nur irgendwie 10% Schaden austeilen. Was denn mit dem Weiß mit all? Ja, das wäre. Ja, okay, bei den Arkmaßen macht das inzwischen auch keinen Unterschied mehr. Nee, das sind doch wieder, die machen da einfach. Jetzt ist gut. Oh. Oh, die Folge wird kurz. Nur eine halbe Stunde. Oh, eine halbe Stunde. Ach, kurz und knackig. Ja, Oreo, sowas ist bei mir kurz. In RAW-Gefechten. Also. Kriegen die Leute halt heute alle mal einen kurzen. Geht auch klar. Ja, Iron gibt für alle einen kurzen. Ja. Jeder Like gibt einen kurzen. Mal gucken, ob mein Schiff aufpassen sollen. Oh, Ventress kommt. Jetzt haben wir verloren. Oh ja, die, also als Jäger ist er echt stark, aber als sobald es gegen mehr geht, das kannst du vergessen. Für Ding Arx. Wo haben wir denn Arx? Arx. Ich suche Arx. Ja. Lalalala. Da welche. Ich müsste die eigentlich aufteilen schon fast wieder. Einfach so aus Prinzip. Ja, die Wirkung auf KI ist echt nur wieder Premium. Der Sternzerstörer da hinten, der braucht ewig. Ja, das bringt uns leider nichts.
5 Providence von euch und unsere ganze Vorhut ist weg. Hätten wir noch 5 Providence? Hätten wir noch 5 Providence? Dann wird's anders aussehen. Du meinst erst, dass man so nur Providence spammen? Ja, ihr macht doch die ganze Zeit nichts anderes. Ja, dann würden wir gewinnen, wenn wir nur spammen. Ich nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, jetzt 5 Providence. Ja, das Problem ist, wir haben mehr nichts so Gescheites, was du noch machen könntest. Republik ist halt oben. Die Republik hat ihre Multiroll-Kreuzer, das war's. Ja. Wir haben unsere Schlachtkreuzer. Ja, ihr mit euren OP-Schlachtkreuzer. Das ist schon ein super Schlachtschiff, das ist kein Schlachtkreuzer mehr. Der ist. Sobald die Schilde down sind, dann. Das Ding ist ein Breitseitenschiff. Greif es von vorne an und das guckt doof aus der Röhre. Ich fokus einfach mal Arcs raus im Moment. Ja, das machst du als Separatist eigentlich nur. Immer Arcs fokussen. Hast du ja. Halt, stopp! Ja, du mit deinen Cannons. Sternzerstörer geht noch auf den Sack. Wenn das so ist, brauchen wir mehr davon. Wir wollen doch nur noch mal Ragen hören heute. Nee, ja, kriegt er nicht. Kriegt er nicht. Das gönne ich euch nicht. Das gönne ich auch nicht. Stirb! Stirb mit deiner Mutter. Oh Gott. Tonnenweise Raketen erstmal schießen. Praktisch, abwechselnd über die Seiten wählen. Und komm, Alter. Raketen über Raketen! Also Trench muss man schon ein bisschen anders spielen. Feuern! Kann es vielleicht sein, dass ihr keine Minen mehr habt? Ja. Brauchen die nicht. Die finanzieren ihre Armee aus Liebe. Ja. Okay, dann wäre ich bei mir selbst Soldat. Army of Love. Geh weg. Ja. Da könnt ihr mir nicht wenigstens einen Providence mit Schilden lassen. Du mit deinem Prestige-Dingern immer. Das ist kein Prestige in diesem Fall mehr. Was soll's denn sein? Das ist mein Selbstwertgefühl, was ihr da bombardiert. Dann müssen leider alle Schiffe jetzt da drauf schießen. Oh, können ich mag das nicht, dass die Nase von den Providence immer Raketen sein müssen. Ja, dann wenn es auch mal die Torpedoschächte von dem Ding. Sag mal Remake. Ist schon witzig, jetzt benutze ich ihn. Renato als Schutzschild. Weißt du, was ich traurig finde? Dass ich mich gar nicht um die Verteidigung um unsere Raumstation kümmere. Ja, die ist doch sowieso schon wieder. Ja, die ist ein bisschen arbeiten. Alter, blödes Ding. Ja, du mit deiner Z-Cannons. Das Ding hier vorne, der hat noch Schilde bei dir. Ja, mein Trench hat noch Schilde. Das war auch schon wieder. Wie witzig das weiß. Ja, du mit deinem Smell. Irgend so ein Fetisch habe ich manchmal das Gefühl. Mann, oh. Ich fühle mich irgendwie umzingelt. Ach ne, wir sind ja auch, noch auf allen Seiten bei eurer Basis. Hast du noch Schiffe, Schiffe, Oreo? Perfekt. Versuchen wir seit 10 Minuten den blöden Satelliten nur mal um aufzubauen von euch. Das funktioniert aber nicht, weil eure Basis ja da drauf ballert. Aha. Echt nervig. Ja, aber ich... Scheiß Satelliten auch. Ja, ich... will ihn einfach haben, wahrscheinlich auch so aus Prestigegründen. Natürlich, ich baue ihn gerade auf. Ja, und ich will ein paar Sternzerstörer bauen. Du, ich verarschen direkt vor der Nase des Providence-Kreuzes?
Doppelsternzerstörer, ja, auch nicht schlecht. Wir sterben. Na toll, du schickst einen Light Cruiser hier in so ein Gefecht rein, das ist ja, wirklich sehr schön. Leichte Kreuze, Eskorten sind wichtig. Ja, sobald Iron irgendwie so kleinere Schiffe spawnt, weißt du, es ist für dich vorbei. Soll ich auf Raumstation wahrscheinlich, oder? Vernichten? Ja, wie immer. Nee, ich bin ja noch nicht mal Tost. Nee, der ist auch nicht mit dir. Der Feind wird nicht verhandelt. Hab ich dir vorhin schon gesagt. Wie verhandelt der denn? Will hier noch so viel zerstören wie geht. Wer gibt ihnen eigentlich das Recht, diese Sternensysteme zu besetzen? Du drehst dich um, zeigst auf deine Turbolaserbatterien und sagst die da. Ah, das wollte ich gar nicht. Nein, ich hab den Vainator hier nicht mehr zerstört bekommen. Oh, selfless. Und die Raumstation war nicht fertig aufgebaut. Ist auch schade. Also, ihr habt nur 22 Providence verloren, das war doch fast ein Sieg. Ihr habt 23 Venatoren verloren. Ja, siehst du. Ja. Ich hab 14 verloren. Nee, ah, nee, stimmt gar nicht. 26, wenn man die Helden mitrechnet. Ja. Ich hab allein 24. Ja, 14 Stück. Oh Mann. Oh Mann. Okay, wenn wir bei euch Helden rechnen, sind es bei euch 25. Sag mal so, wenn die Arcs nicht wären, hättet ihr wahrscheinlich hardcore verloren. Ja, aber die Arcs waren da. Ja, das ist ja das Problem. Ich würde für Altruinen mit Jägern. Mit Jägern, nein, mit Raketen. Haben wir auch schnelle Bomber. Ah, klar. Das wäre doch was, das wäre doch was. Ah, nee, dann wäre das zu okay. 30 Minuten ist doch jetzt okay, oder? Ja, das passt ungefähr. Ja, kannst du machen. Noch eine Runde. Kannst du machen, musst du aber nicht. Auf, dann hau uns mal raus hier. Ja, okay. Also damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Auch wenn das eine etwas kürzere Runde war, dafür mit mehr Leuten. Und auch wenn der große Plan des unseres großen Meerschweinchens nicht durchgesetzt worden konnte. Ja, Lava, aber ich sag auch mal tschüss, ne? Tschüssi. Vielmals fürs Zuschauen. Bleibt euch wohl, bleibt mit Freude. Wiedersehen. Ciao. Ciao. Tschüss.